D64 ist ein gemeinnütziger Verein, Zentrum für digitalen Fortschritt. Wir setzen uns mit ganz unterschiedlichen Aspekten der Digitalisierung auseinander und wollen es eben so gestalten, dass es gut für die Gesellschaft ist und zum gesellschaftlichen Fortschritt wird. Wir haben uns monatelang intensiv mit künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt. Herausgekommen ist heute dieses Papier, 18 Forderungen, ganz konkret. Und jetzt wollen wir auch Handlungen sehen. Wir haben uns überlegt, wie künstliche Intelligenz die ganze Gesellschaft berührt. Und deswegen haben wir uns auch ein bisschen anderen Termin heute ausgesucht mit der Bundesjustizministerin. Wir waren im Atelier von Roman Lipsky, einem Künstler, der sich von KI inspirieren lässt. Und man kann sehen, KI ist nicht nur Wirtschaft und Wissenschaft, sondern KI wird alles in der Gesellschaft verändern. Ich nehme heute mit, künstliche Intelligenz hat mich sozialer gemacht. Das habe ich noch nie gehört, weil das widerspricht natürlich jedem Klischee, das man hat. Aber das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also, dass man über KI auch so eine Synthese von Welten hinbekommen kann, dass Grenzen aufgelöst werden und dass am Ende alle davon profitieren, in jede Richtung. Und heute haben wir hier gesehen, dass es auch bei der Kunst eine Rolle spielen kann. Das war echt großartig.